Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu dem vielleicht letzten Stream von Persona 3 Portable. Ja, jetzt wird's spannend. Wir befinden uns wirklich jetzt mittlerweile auf der Zielgeraden. Denn, ja, Nyx steht kurz bevor, ne? Das Ende der Welt, die Vernichtung der Welt, der Menschheit, wie man sie kennt. Ja, das steht uns bevor, aber wir wollen es ja noch abwenden und wir haben in der letzten Folge sehr qualvoll und langwierig uns durch Tartarus gekämpft, haben jetzt endlich die Spitze erreicht und jetzt gilt es einfach nur noch die Zeit rumzukriegen, die 30 Tage und dann geht's weiter mit Nyx. Ich hoffe, dass wir stark genug sind, das wäre mir schon echt ein Bedürfnis, dass ich jetzt nicht extra nochmal grinden muss, ich habe mir diese Arbeit jetzt nicht nochmal gemacht. Aber wenn Nyx so einfach ist wie die anderen Bossgegner außerhalb vom Tartarus, werden wir das schon hinkriegen. Erstmal hallo Precent, schön, man hört alles, das freut mich. Das heißt, wir können ja gleich mal reinstarten, ne? Also, ich werde mir jetzt Tartarus, wie gesagt, hier sparen und raus. Ins Wohnheim, bitte. Ja, ich bin auch froh, dass es vorbei ist, wie gesagt. Also, Tartarus war schon eine Qual. Jetzt müssen wir nur noch einen Monat rumkriegen, mal sehen, was jetzt noch groß passiert. Oder ob noch groß was passiert, ja. Oh. Ja, das ist neu. Okay, ja, man merkt schon so, ne, das Ende ist nah. Die Musik klingt auch irgendwie sehr ernst. Aber, na klar, wir zocken wieder MMO, würde ich sagen, ne. Komm, was soll's. Die Welt geht unter, aber es ist immer Zeit für ein bisschen, ja, ein bisschen MMO, ja. Im Krankenhaus Lunar Whale. Ist im Chat. Wer auch immer im Chat ist, wir wissen es nicht, aber irgendwer ist es schon. Während du mit Maya chattest, wird eure Bindung stärker. Du spürst, dass deine Beziehung zu ihnen bald stärker wird. Zu ihnen? Zu ihr. Achso. Oder ist Maya einfach irgendwie auch so geistig gestört wie Plolgen, der 5000 Persönlichkeiten hat? Du verbringst den Tag im Internet. Ja, wie so oft, ne? Da ist ja nichts Neues. Gibt's ja nichts Neues dran hier, ne? So, es sind immer noch Winterferien. Warum sagt das Plolgen so deprimiert? Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Aber das heißt, wir könnten ja theoretisch... Ja, das ist ja unsere Eiskunstläuferin Lakshmi. Wir könnten auch mal gucken, ob wir theoretisch... Warte mal, auch wieder neue Musik hier. Okay, hört man fast gar nicht. Auch wieder seit. Mein Gott, da rede ich der Debrief-Stimmung. Aber gut, ich meine, das Ende der Welt ist nahe, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da nicht gerade Party gefeiert wird. Ich wollte schon sagen, ist das etwa. Nee, das ist ja nicht unsere. Die kleine, verrückte, durchgeknallte Stalkerin. Aber hier, hey, Akinari. Hey! Akinari ist offenbar krank. Entschuldige, wenn es dir nichts ausmacht, bleib bitte, bis ich wieder bei Atem bin. Willst du kurz mit ihm reden, aber nur ganz kurz, bis der Abend anbricht. Ich danke dir. Akinari freut sich. So, von einer deprimierten Scheiße zur nächsten hier. Nein, Quatsch. Warte kurz, damit ich mich beruhigen kann. Akinari fällt das Atmen schwer. Bei ihm bleiben, versuchen ihn zu ermutigen. Wow. Also mal kein Arschloch-Move von Plolgen, mal nicht sowas wie einfach zuschauen, während er irgendwie krepiert oder so. Das würde ich Plolgen zutrauen. Ja, ermutigen zu atmen oder was, bei ihm bleiben. Falscher Alarm. Ich hatte zwar Schmerzen, aber jetzt ist es besser. Sie lassen schon nach, danke. Akinari lächelt dich an. Immerhin. Ich habe meine Medikamente abgesetzt. Die machen mich auch nicht wieder gesund. Sie helfen bloß gegen die Schmerzen und die Spastiken. Was denkst du dir? Was soll er sich denken? Es ist wahrscheinlich nicht angenehm so, ne? Also, was denkst du dir? Ja, finde ich toll, dass ich so leide oder was? Das ist Plögen. Ich weiß, so geht es bloß schneller, aber die machen so benommen und wenn meine Hände taub werden, kann ich nicht mehr schreiben. Ich muss meine Geschichte fertig bekommen. Akinari ist fest entschlossen. Ja, deine happy Disney-Geschichte, ja, ne? Bis zum Ende, bitte. Meine Geschichte ist noch unvollendet, weil ich den Sinn des Lebens noch nicht gefunden habe. Gut, er hat den schon gefunden, den Sinn des Lebens, ne? Ich verliere mich beim Schreiben, radiere alles wieder weg und weiß dann nicht, wie es weitergehen soll. Wenn wir reden, habe ich ein klareres Bild vor Augen. Vielleicht ist das für mich ja der Sinn des Lebens.
Es tut mir leid, wenn Pleugen für dich der Sinn des Lebens ist. Also das ist wirklich, das ist traurig. Wahrscheinlich schreibe ich dieses Buch, um den Sinn des Lebens zu finden. Sollte ich ihn finden und die Geschichte vollenden, können wir hoffentlich mehr Zeit miteinander verbringen. Akinari lächelt schwach. Eure Beziehung ist jetzt stärker. Ist doch schön, dass wir nochmal gut Freunde finden, bevor die Welt untergeht, ne? Und wir alle sterben. Junge Sterbende. Tja, bald sind wir alle junge Sterbende, ne? Social Links, junge Sterbende, Sonne. Die Sonne geht unter. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Aber mal gucken. Vielleicht könnten wir den sogar noch vollkriegen, oder? Also zwei Sonntage dürften wir noch haben, eigentlich. How was your day? Toll. Es war ein fantastischer Tag. Rabuff, die dich fleht an, will raus, komm. Wuff, wuff, wuff. Er tobt fröhlich rum, freut sich, Homunculus erhalten. Ach, da liegt einfach mal so ein künstlicher Mensch irgendwo rum, ne? Du gehst mit Koromare zurück ins Wohnheim. Ja, den schaffst du noch. Genau, darf ich jetzt nur nicht vergessen, die Sonntage auch wirklich zu nutzen für Dings, ne? Die Winterferien sind bald zu Ende. Sind sie aber noch nicht. Noch werden wir belästigt von... Oh, hallo Kaizuki hier. Können wir uns kurz unterhalten? Haben wir den nicht schon voll? Also, der Social Link müsste doch eigentlich schon auf 10 sein, oder? Weil, wenn er auf 10 ist, dann sage ich ab. Oder war der... Wie wäre es, als ob ich den voll hätte? Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Mir wäre so, als ob wir eigentlich die Story schon durchgespielt hätten, aber gut, so komplex ist die Story ja auch nicht. Ich meine, warum sollte er mich sonst anrufen, wenn man da nicht noch was machen könnte? Weißt du was? Ich sag einfach mal zu, warum nicht? Hast du Zeit? Wir können irgendwo hingehen. Na komm. Socialing erstmal prüfen. Nee, Rang 8 nur. Okay, na dann. Dann machen wir's. Ja, ich will jetzt nicht die ganzen... Was wir zu tun haben, dann nehmen wir das Angebot an. Großartig, wir sehen uns dann später. Kaizuki ist begeistert. Na dann, ich auch, total. Ich freue mich. Iwatoda Einkaufsstraße Süßigkeitenladen. Du hast Spaß mit Kaizuki. Irgendwie fühle ich Nationalstolz, wenn ich japanische Süßigkeiten esse. Ist das merkwürdig? Kaizuki wirkt verlegen. Also, ich habe entschieden, dass ich im Ausland studieren will. Das bedeutet also, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Und ich glaube, das ist auch die beste Entscheidung, dass man sich ganz, ganz weit von Pleugen entfernt, ja? Kaizuki blickt in die Ferne. So war das nicht gemeint. Es ist nur, da ich keinen Bruder habe, war ich immer neidisch auf alle, die einen haben. Also, würdest du mich Bruder nennen? Dann nenne ich dich auch Daddy. Nein. Wie wär's mit Karma, Bruder? Aber du bist doch mein Senpai. Nein. Okay, Bruder, komm. Ja, komm, Bruder, wir sind gleichwertig. Bruder, oh, wie schön das klingt. Hey, Pleugen-Kun, bitte sag es doch mal los. Ja, meinte Kunasai. Kaizuki freut sich sehr. Deine Beziehung zu ihm ist sehr viel enger geworden. Schmerzhaft enger. Na gut, so auch nicht. Ihr geht zurück ins Wohnheim. Warum das auch mal heißt, warum gehen wir zurück ins Wohnheim? Oh, hey. Ich meine, er kommt da nicht mit. Ne? Er sagt dann, wenn, bis zur Tür und sagt Tschüss und dann war's das. Also, oh hey. Hast du diese seltsamen Symbole und Plakate in der Stadt gesehen? Echt gruselig. Nix das, wo alle verrückt spielen. Wir sollten in den Tartarus gehen. Ich habe mich schon gewundert an dem Klettergerüst gerade. Hier beim Schrein hingen auch irgendwie Blätter und so Zeug rum. Ne? Ein Monat vergeht wie im Flug. Das stimmt. Aber wuff, regelt sich, wenn ich rausgehen. Wir haben Montag. Das heißt, es gibt nichts zu tun. Dann gehen wir pennen. Machen wir keine Wissenschaft draus jetzt hier. Also ich will jetzt hier nicht durchskippen, aber wie gesagt, also ich würde halt schon gerne mal sehen, was uns mit Nyx erwartet, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Hey, Fuka hier, hast du kurz Zeit? Na klar. Ich frage mich, ob du heute mit mir ausgehen möchtest. Natürlich, immer doch. Großartig, dann warte ich vor dem Wohnheim auf dich. Fuka wirkt begeistert, aber sie wirkt nur so. Eigentlich meint sie es gar nicht so, ne? Das ist nur der Anschein. Paulina Einkaufszentrum. Wusstest du, dass das Kiri in Kirijo Paulina ein... Boah, 1, 2, 3 lesen schwer. Dass das Kiri in Kiru... Kiri... Boah, das Kiri in Kirijo Paulina bedeutet. Meine Fresse! Was ist denn jetzt los? Das war so schwer, war es doch gerade gar nicht. Ja, und ich habe im Internet gelesen, dass das Paulina Einkaufszentrum zur Kirijo Group gehört. Ich glaube, der Kirijo Group gehört auch unsere Schule. Interessant, oder? Fuka scheint sich zu amüsieren. Oh, da fällt mir ein. Fuka wirkt nervös, jetzt will die uns auch ihre Liebe gestehen, aber wir bleiben Yukari treu. Ne? So haben wir uns das ausgemacht und so bleibt's auch, ne?
Ich würde dich gerne etwas fragen, Pleugenkuhn. Ich habe mich mit dem Apotheker in der Aohige-Apotheke über das Kochen unterhalten. Er riet mir, Viperngift als Gewürz zu verwenden. Ist das zu glauben? Soll ich dir etwa Leckeres mit Viperngiftpulver zubereiten, Holgenkuhn? Aber gerne noch, immer ran damit. Also ich sag mal so, Pleugen ist eh schon so giftig, da das bisschen Gift macht auch keinen Unterschied mehr, oder? Nee, das klingt egal, seine Scheiße. Weil komm, her damit. Wirklich? Okay. Wenn du das wirklich willst, dann heul aber nicht rum, wenn du stirbst, ne? Und der Schaum aus dem Mund kommt. Naja. Tut mir leid, ich fürchte, das kann ich nicht. Es jagt mir Angst ein. Fuga scheint Spaß zu haben. Du hast heute etwas Neues über Fuga erfahren. Ich frage mich, darf man sowas hier Viperngift einfach irgendwie frei in der Apotheke verkaufen? Ich meine, ja, ich weiß ja nicht. Viperngift ist ja schon sehr giftig, ne? Ich meine, es kommt wahrscheinlich auf die Dosierung an, aber kann man sowas wirklich kochen? Also, ich weiß nicht. Alles ist wahrscheinlich möglich. Dir fällt ein, dass du etwas hast, das perfekt als Geschenk dienen könnte. Habe ich irgendwas? Ja, wirklich? Ich habe nichts. Ich habe nur irgendwelchen Müll. Weißt du, du grüßt ein Sparschwein von mir. Das für mich? Du scheinst meinen Geschmack wirklich zu kennen. Was? Vielen Dank. Warum? Das war jetzt wirklich total random. Warum mag denn Fuga bitte schön ein Sparschwein? Verstehe ich jetzt nicht. Fuga scheint dein Geschenk wirklich zu gefallen. Also absolut random guess, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, oder? Es wird schon dunkel draußen. Also, ich hätte ja sowas verstanden wie ein Kochbuch oder ein Kochlöffel oder was weiß ich, aber... Oh, hey. Hä? Ein Sparschwein? Oh, hey. Hey, hey. Rabuff. Will nicht rausgehen. Gut. Dann gehen wir mal ins Zimmer. Warte mal. Warte mal, halt. Eine Sache haben wir komplett vergessen. Dieser schmierige Typ da von dem Linkssender, ist er wieder da? Ja. Ach, du bist, da bist du ja. Es gibt wieder ein kleines Problem. Ein paar andere Investoren sind ausgestiegen. Je weniger Investoren, desto mehr Profit macht der Rest. Willst du nicht noch ein bisschen investieren? Nochmal 10.000 Yen würden locker reichen. Bist du dabei? Klar. Immer. Du gibst dem Mann 10.000 Yen. Ach. Mein dummer kleiner Lehrling, hast du noch nicht gemerkt, dass du reingelegt wirst? Alles, was ich gesagt habe, war höchst verdächtig. Ach, sowas Dummes, ey. Also Pleugen, du bist so bescheuert, ey. Dummheit müsste verboten werden. Klar, du hast auch ein paar positive Eigenschaften, aber wenn du so naiv bleibst, nutzen dich alle nur aus. Bleib an meiner Seite, dann zeige ich dir, wie man im Leben gewinnt. Oder Leute verarscht, ne? Also gut, junger Mann, wenn du darauf bestehst und kriegst ein Autogramm, so schön Fans zu haben. Also ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber gut, ich meine, Pleugen zieht ja die komischsten Typen an, ne, warum nicht? Wie gesagt, Pleugen hat eh keine Gefühle mehr, der gibt auch sein Restgeld aus an so einen schmierigen Lappen hier. Wer bist du denn bitte? Ich will keinen, aber du kannst mir bekannt vorkommen. Wir wollen ja wie sein Ego streicheln. Ja, du bist der Typ aus dem Fernsehen. Ach ja, es ist schon schwer berühmt zu sein. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne erkannt zu werden. Du hast doch sicherlich schon mal die Heimshopping-Sendung Tanakas Teleshop gesehen, oder? Erlaube mir, mich vorzustellen. Der gut gekleidete Mann überreicht dir eine Visitenkarte. Aus Pappe. Darauf steht Präsident und leitender Produzent Tanaka. Ganz recht, ich bin Tanaka. Sicher hast du schon von mir gehört. Ich kann dir leider die 40.000 Yen nicht zurückgeben, die du mir geborgt hast. Aber du hast ja jetzt mein Autogramm. Das kannst du bei eBay für mehr verscheuern, glaub mir mal. Bewahre es gut auf, es ist eine Menge wert. Tüdelü. Ach ja, was für ein toller Freund, oder? Ich meine, ich fühle schon die freundschaftliche Bindung zu dieser Person. Als Tanaka sich umdreht und davon geht, weicht sein falsches Grinsen einem angewiderten Gesichtsausdruck. Ach ja, wahrscheinlich war er nur so wie über den Weg gelaufen ist. Aber dann setzte er sich auf eine Bank in der Nähe und begann mit sich selbst zu reden. Diese unverschämte Göre, weiß er nicht, dass er gerade mit einem richtigen Star zu tun hatte? Ich hätte ihn für dieses private Autogramm richtig bluten lassen sollen. Du hörst Präsident Tanaka murmeln. Oh komm, wir sprechen ihn an, wir sind mal so richtig, weißt du, richtig mutig heute. Hä, was willst du denn? Hör auf mich zu stören, zisch ab. Lass mich in Ruhe. Hast du etwa gerade mein Gemurmel mit angehört oder so? Ja, ich meine, du hast dich direkt neben mich gesetzt, so. Du hättest dich auch mal irgendwie, hättest auch rausgehen können oder dich irgendwie in die Gasse davor ziehen können. Stattdessen setzt du dich auf 5 Meter von mir entfernt, ist doch klar, dass ich dich höre. Weil, wenn du weißt, was gut für dich ist, vergisst du das ganz schnell wieder, ne? Ich habe eine mächtige Agentur. Ich bin praktisch eine Berühmtheit, ich muss mein Image wahren.
Denk nicht mal im Traum daran, jemanden zu sagen, ich hätte dein Geld genommen oder dich Göre genannt. Kapisch? Kisch? Oh, Pleugen, provozier's nicht. Aber dann liegst du irgendwo, keine Ahnung, kannst du dann mit den Fischen schlafen. Wie heißt das hier? Ja, doch, mit Fischen schlafen, ja, verstanden. Ehrlichkeit bringt dich nicht weiter im Leben. Das solltest du besser ganz fix lernen, Kindchen. Ach, ich Dummerchen. Jetzt kennst du mein Geheimnis, was? Sag das keinem weiter, okay? Bitte, ich leck dir auch die Schuhe sauer, wenn es sein muss. Okay, das escalated quickly. Also schön, dann fangen wir an. Wirklich, verschwörst du das mir? Ne? Verschwörst du mir das? Ich lasse dich 1000 Nadeln schlucken, wenn du mich anlügst. Eine mündliche Absprache ist wie ein Vertrag. Ich werde dich in Grund und Boden klagen, wenn du den brichst. Ohne Beweise, wohlgemerkt. Ich habe mir dein hübsches kleines Gesicht ins Gedächtnis eingebrannt. Er scheint sich für dich zu interessieren, was mir Sorgen macht. Du hast eine sehr zweifelhafte Bekanntschaft mit Präsident Tanaka gemacht, dem leitenden Produzenten einer Teleshopping-Sendung. Hat mich auch genug gekostet, ne? Aber hey, warum nicht kurz vorm Weltuntergang nochmal hier neue Kontakte schließen? Ja, das passt ja. Du bist so, bla bla, Arcana Teufel. Ja, gut, passt, ne? Ja, ja. So ein alter Hochstapler als Teufel, Geschäftsmann in Anführungsstrichen. Ja. Ja, schön. Du bist noch ein ungeschliffener Diamant, Kleiner. Der fehlt nur der Feinschliff, den wirst du, dann wirst du strahlen. Ich verbringe hier oft meine Pause. Ich forme gerne deinen jungen Verstand, wenn du das willst. Passt auch zu Bloggen. Hat 30 Tage zu leben und er sucht sich einen neuen fragwürdigen Freund. Ja, so ist der Bloggen, ne? Ich meine, man muss ja wirklich leben oder authentisch leben bis zum letzten Atemzug, ne? So ist er. Du verabschiedest dich von Präsident Tanaka und gehst zurück ins Wohnheim. Aber das ist der gleiche, der in Persona 5 hier in dem Dark Web rumhängt, oder? Die Winterferien sind bald zu Ende. Glaube ich. Ja, ja. Krass. Dein Handy klingelt. Ist ja auch interessant, dass man den trotzdem noch hier, dass man den in Persona 5 trotzdem noch weiter haben kann, ne? In Persona 5 hat er auch eine Sonnenbrille auf, ne? Ja klar, er muss ja gut verstecken, verstehst du, Alter? Ich glaube, sein Image hat er sich schon selbst ruiniert, da muss der Ploy nicht mehr was dafür machen, ne? Hey, ich bin's, Cass, hast du kurz Zeit? Na klar, willst du etwas unternehmen? Ja, komm hier. Ryuji 1.0, 2.0, können wir machen. Toll, sei pünktlich. Herr Sushi ist begeistert. Ich sag mal so, ich meine, Sonnenbrille ist ja generell, du kennst das ja von Superman, ne? Wenn der eine Brille auf hat, ist ja nicht als Superman zu erkennen. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, ob es eine bewusste Anspielung ist, aber Persona 2 oder Persona 1 kannst du ja auch gegen Adolf Hitler kämpfen, der auch eine Sonnenbrille auf hat. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber er würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie, keine Ahnung. Ich find's immer noch so skurril, dass du wirklich gegen Hitler kämpfen kannst. In einem Persona-Teil. Voll in der Einkaufszentrum Chagall-Café. Alter, ich fahre hier auf wie ein bunter Hund mit meinem Trainingsanzug. Aber das härtet einen nur mental ab. Kazushi wirkt ruhig. Ich will mich ja nicht runtermachen, aber muss mich echt beherrschen. Vor Wettkämpfen bin ich immer nervös, aber in letzter Zeit ist es mehr so schlimm. Kazushi wirkt etwas verlegen. Ich werde sogar noch nervöser, wenn ich an den Sieg denken muss. So bist du eben, voll der Lappen, ey. Reiß dich zusammen, Alter. Der Sieg ist nicht alles. Er ist ja jemand, der so ein bisschen Anschiss braucht. Deswegen nehmen wir das mal. Das stimmt, das ist das Allerwichtigste. Man muss Mut haben. Aber manchmal reicht Mut allein nicht aus. Dann brauchst du mehr. Zum Beispiel Drogen, ne? Ein bisschen Doping hier. Kazushi denkt nach. Du hast heute etwas Neues über ihn erfahren. Was denn? Ja, Mut reicht nicht aus. Okay. Er ist der Meinung, Mut ist nicht das Einzige im Leben. Das habe ich über ihn erfahren. Herzlichen Glückwunsch, Standing Ovation. Dafür, wow, das war jetzt ein tiefgründiger Kontakt. Wahnsinnige Erkenntnis, ja, oder? Welcome back. Hallöchen. Wir sollten heute in den Tartarus gehen. Unser Ziel ist jetzt die Spitze des Tartarus. Wir dürfen nicht wanken. Wir dürfen nicht wanken. Wir müssen alles geben. So, wir speichern mal jetzt. Also ich werde jetzt mal diesen Speicherstand hier so lassen für den Fall der Fälle. Und dann werde ich ganz oben wieder anfangen, ja. Denn im Fall der Fälle, dass ich Nyx nicht schaffen sollte, dann kann ich immer noch unten das weitermachen. Ah, Akihiko, was trägt er denn? Das sieht aber schick aus hier. Du weißt ja, dass alles, was in der Dark Hour passiert, von den Menschen anders wahrgenommen wird. Einschließlich der Angriffe von Schatten. Wenn ein Verletzter aufgefunden wird, fällt die Schuld oft auf einen Räuber. Und bei Vermissten denkt man zuerst an eine Entführung oder ein Kidnapping. Diese Vorfälle sind selten und unerklärlich, da ihre Umstände nicht rational verstanden werden können. Aber jetzt, da die Vorfälle sich häufen, zieht das natürlich auch die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich.
So. Ist der Fernseher, Apathie-Syndrom, bla bla. Willst du raus? Nee, gut. Ja, gut, es ist Mittwochabend. Ist irgendwas, geht draußen was ab? Ist Tanaka wieder da, oder? Auch nicht. Der Mönch ist immer nur donnerstags da, das heißt, wir können nichts machen. Wie viele Social Links haben wir jetzt mittlerweile eigentlich alle, oder? Also wie viel gibt's insgesamt? 21, wie waren es? 24? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 20. Haben wir ja fast alle. Ah, hier hängen die ganzen Bilder rum. Ja. So, mein Zimmer. Dann pennen wir mal.